Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Detroit Become Human. So, wir haben jetzt beim letzten Mal eine Erweiterung des Turing-Tests kennengelernt. Der Turing-Test, ich weiß nicht, ich habe es beim letzten Mal gar nicht erklärt. Wer es nicht weiß, es ist ein Test, der dazu da ist, zu beweisen. Ja, es geht darum, wie lange kann eine Maschine einen Menschen weismachen, dass die Maschine ein Mensch ist, ja? Das haben wir hier jetzt ein bisschen erweitert um das Thema Mitgefühl. Wobei ich schon beim letzten Mal gesagt habe, so ganz passt das hier noch nicht. Ja, es ging darum, Connor sollte halt eine andere Maschine, einen anderen Androiden erschießen, damit er Informationen kriegt. Und das haben wir nicht getan, weil ich als Mensch das blöde fände. Aber es gäbe bestimmt Menschen, die einfach sagen, dann erschieße ich halt diese Maschine, um an die Informationen zu kommen. So what? Von daher hätte man damit eigentlich mit diesem Test nichts gewonnen, schätze ich mal. Oder es geht halt darum, jemanden der eigenen Art. Ich weiß es nicht. Ich denke, so wirklich geeignet ist dieser Test immer noch nicht. Aber da zerbrechen sich schon ganz andere Leute den Kopf drüber. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht mich beschweren, wenn das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Gut, wir machen weiter. Davor hatten wir Marcus, davor Kara. Also eventuell geht's wieder mit Kara weiter. Aber wie gesagt, das geht alles so ein bisschen auf und nieder und mal ein bisschen durcheinander und manchmal wieder in Reihenfolge. Naja, gut. Nächstes. Marcus. Ach so, ich kann was tun. Ich dachte, der steht einfach nur da rum und für den dramatischen Moment und gleich kommt was. Okay, wir können was lesen. Aufstand der Androiden. Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Was? Was sind das für eine Illustration? Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet. Mehrere Viertel? Cyberlife-Geschäfte wurden geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Ach so, wollten wir alle plündern? Kann sein. Doch das war keine alltägliche Kriminalität. Die Eindringlinge sollen Androiden gewesen sein. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen Androiden, die aus der Kanalisation kommen und Schaufenster einschlagen. Ja, das haben wir getan. Der schlimmste Vorfall ereignete sich in Capitol Park, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurde. Die Officer mussten schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem Verhaltensalgorithmus haben. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagte, ich wurde persönlich vom Anführer angegriffen. Er bedrohte mich mit einem Messer, ich hatte solche Angst. Lügner. Natürlich sind diese Anschuldigungen bisher unbestätigt, aber wir haben keinen Grund, einem menschlichen Zeugen nicht zu glauben, wenn es um das Verhalten einer defekten Maschine geht. Einige ziehen bereits eine Verbindung zum kürzlichen Angriff auf den Stratford Tower in Detroit, der ebenfalls von Androiden verübt wurde. Dies könnte der Anfang eines verstörenden Musters sein. Ja, so Menschen, die sagen, oh, mir wurde was ganz Schlimmes angetan, so einfaches Prinzip, weil sie wollen, dass es ausgeht, wie sie es haben wollen. Ja, die hast du leider immer wieder. Damit muss man leider Gottes rechnen. Östlicher Wettlauf ins Weltall. Russische und chinesische Androiden konkurrieren. VR MMORPG erreicht 1 Million Spieler. Moment mal. Nee, nicht. VR MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Ja, VR nur. Okay. Noch nicht. Hirn. Nur zwei Länder verfügen über einen der USA ebenbürtigen Androiden. Eine deren USA eben durch die Androidenindustrie, Russland und China. Und sie befinden sich in einem erbitterten Wettstreit um die Position der einflussreichsten Wirtschaft im asiatischen Raum, der die westliche Hemisphäre rasant zu überholen droht. Cyberlife's fast menschliches Designmodell von Androiden ist auf die amerikanische Dienstleistungsgesellschaft ausgelegt. Russland und China haben ebenfalls Androiden entwickelt, die ihre Volkswirtschaft repräsentieren. Nachdem die Nachbildung des blauen Blutes gescheitert ist, verlassen sich russische Androidenhersteller auf traditionellere Konstruktionsmethoden. Die resultierenden Maschinen sind weniger menschlich, jedoch leistungsfähig unter kalten und unwirtlichen Bedingungen. Chinas Androiden nutzen eine alternative blaue Flüssigkeit, die weniger Energie generiert, aber effizienter ist.
Die Folge sind Androiden, die in Chinas ländlichen Gebieten monatelang ohne Wartung oder Aufladung operieren können. Oh, nice. Wer gewinnt den neuen Wettlauf ins All? Wenn alle in unterschiedliche Richtungen gehen, ist das noch nicht abzusehen. Interessant. Da ist dann die Frage, gehören die dann auch zu Markes Volk? Genieße die Zeit für dich allein. Oder nicht, das wären ja andere Modelle. Dann gibt's Rassismus unter Androiden. Ja, du bist da jetzt ein bisschen reingerutscht, mein Lieber, ne? Andererseits hast du auch einen ziemlich starken Willen, von daher... irgendwie. Okay, ich glaube, es reicht. Aber noch gut gestimmt, das Klavier. Dafür, dass es da draußen steht. Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nur mal an die Luft. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Ui. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Das fragt ihr erst jetzt? Ich lebte in einer Blase, in dieser Welt, die nur mir gehörte. Wenn man glücklich ist, ist es schwierig, das Leid anderer zu sehen. Darf ich jetzt fragen oder wird sie dann stinkig? Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Wenigstens wird sie diesmal nicht stinkig. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ne? Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Okay, ich wusste es. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen.
Okay, was jetzt? Androidenkuss? Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! Okay. Das ist die Androiden-Variante von Kuss oder Sex. Eins von beiden. Das, obwohl ich sie immer angepisst habe. Na gut. Oh. Ja. Hallo? Entschuldigung? Okay, er ist wieder da. Yay! Das wäre wahrscheinlich nicht so gewesen, wenn ich ihn mit Connor entdeckt hätte. Ah, okay. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Okay, was habt ihr das nicht? Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Okay. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Ach, was hast du denn jetzt schon wieder vor, Marcus? Sie sind doch schon alle auf deiner Seite. Du bist frei. Versammle dir deine Leute. Wandle weitere Androiden um. Geh zur Straße. Bereite den Marsch vor. Da ist noch irgendwie was. Mhm. Oh, sollte ich jetzt wirklich die hilft gerade der beim Einkaufen? Ob das eine gute Idee ist? Komm mit uns. Zeichne das alles auf. Okay, die merkt das nicht. Die ist am Telefonieren. Super. Oh ja, die Wache nehmen wir mit. Du bist jetzt wach. Verdammter Androiden-Jesus, ey. Ich sag's euch. So, hier ist nichts mehr wahrscheinlich. Nicht jetzt, das hast du falsch verstanden. Also hast du ihn nur aus Versehen an den Tippen gefasst? Ich will jetzt auch nicht, weil der so langsam läuft, so weit reinlaufen. Das braucht er. Ah, da ist noch einer. Ich nehme ihn mit. Schnubbelchen. Die haben sie aber schick eingekleidet. Guck mal. Du bist frei. Nee, das war nur... Können wir da hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, geh zur Straße. Okay, auf dem Weg zur Straße nochmal ein paar Androiden mitgenommen. 4 Stück ist doch schon mal was. Ist das hier eigentlich ein Bekleidungsgeschäft? Ja, ist ein Bekleidungsgeschäft, ne? Ich weiß nicht, in der Zeit könnte das genauso gut ein Androiden-Shop sein, ne? Man weiß es nicht. Man sind Zeiten von Androiden überhaupt noch nötig, Menschen so halb nackig auf Poster zu packen? Na gut, es hat keiner gesagt, dass das keine Androiden sind, ne? Stilettos Edge. Blockiere die Straße. Ich nehme noch ein paar Androiden hier mit. Ich warte hier schon 10. Du bist jetzt frei. Wie ich schon sagte.
Oh! Was glaubst du, wo du hingehst? Das war vielleicht keine gute Idee. Ich muss die Straße blockieren. Du tust, was ich sage, du Schrotthaufen. Okay. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen. Kanaldeckel ist in der anderen Richtung. Was? Kanaldeckel? Ich glaube, das ist ja nicht. So. Wir wandeln alles um. Aber es ist wirklich wie ein Virus, ne? Also als wenn Marx so ein Virus verbreiten würde. Da hatte Connor ganz so Unrecht. So, wo sind denn noch welche? Ich wette, ich kann so 10 oder so. Da hinten sind noch welche. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. 9. Es gibt sicher noch. Also da ist der Kanaldeckel, aber hier gibt's auch sich da. Ich wusste es. 10. Du bist frei. Okay. Ich glaube, viel mehr dürften es auch nicht mehr sein. Gut. Lassen wir es dabei. Ich denke, es werden 10 Stück sein. Warum blockieren wir jetzt die Straße und öffnen Kanaldeckel? Was ist das hier eigentlich? Stilettos Edge. Ach Mann. Ist das einfach nur ein Schuhgeschäft? Oder ist das ein Bordell? Ich weiß es nicht. Stilettos Edge. Könnte auch ein Schuhgeschäft sein. Ich weiß es nicht. Wir fragen besser nicht. So, was kommt jetzt? Jetzt gehen wir alle durch die Kanalisation nach Jericho. Ach nee, wir holen Leute raus. Ah, okay. Hm. Okay. Wandle weitere Androiden um. Okay. Ach, jetzt kann ich das sogar aus der Ferne, oder wie? Warum muss ich denn die ganze Zeit dahin latschen, wenn das so einfach geht? Hey. Komm jetzt sofort hierher. Marschiere. Okay. Oh. Okay, das ist gerade ein bisschen episch. Ui. Müssen wir uns fürchten vor der? Nee, wir sollen marschieren. Wir marschieren. Oh, das geht ja immer schneller hier. Ich muss nur noch. Wow. Okay. Gerade sehr episch an. Es ist zwar sehr langsam, aber es fühlt sich wahnsinnig episch an. Thank you.
Arschloch. Was? Nichts da. Das ist ein Befehl. Oh. Oh. So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Wow! Sie marschieren die Straße runter. Oh, ich hab Gänsehaut. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Als Androiden es anzumelden, wäre auch schwierig gewesen. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Markus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Nein! Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Hinsetzen! Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Markus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Wir müssen uns hinsetzen. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Nicht schießen. Nicht schießen. Wir werden gehen. Bestätige. Auf mein Befehl! Scheiße! 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 Ah, das ist richtig fett schief gegangen. Komm schon, Markus. Wir müssen weg. Scheiße. Ich hätte ja gesagt, wir setzen uns hin, aber so einfach so wie so eine Wand stehen bleiben. Ist halt, fände ich halt auch irgendwie zu bedrohlich. Die hätten, ich glaube, die hätten dann am ehesten, ich weiß es nicht, hätten sie geschossen, vielleicht auch nicht. Also ich hätte hinsetzen als beste Option gesehen. Aber die gab's nicht. Aber es hätte sehr, sehr viel mehr Endings gegeben.
Man hätte sich auch selbst opfern können. Ach. Ach. Standhaft bleiben wäre Selbstopfern gewesen. Ja. Oh. Hätte ich das gewusst. Nee, warte. Nicht zurückweichen? Anstürmen? Okay, wenn wir nicht zurückgewichen wären, hätten sie vielleicht nicht das Feuer eröffnet. Aber dann wären wir immer noch auf Weglaufen, Selbstopfern, Anstürmen gekommen. Boah, eine von den Szenen, die ich auf jeden Fall normal spielen muss. Oha, oha. Aber ich glaube, das ist nicht so gut gelaufen. Also, das war genau das, was ich sagte. Du kannst das Vertrauen halt ruckzuck verspielen und jetzt ist Jericho nicht gerade happy über das, was ich getan habe. Scheiße. Aber ich bin immer noch Anführer. Und North findet mich eigentlich auch noch okay. Simon überlebt den Staatsfeind. Ah. Simon vergibt Marcus. Okay. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Das war jetzt nicht das Ende, was ich gewollt habe. Aber wie gesagt, es waren auch nicht die Optionen, die ich gewollt hätte. Ja, nicht zurückweichen. Wäre vielleicht doch die bessere Alternative gewesen. Also anstürmen hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht. Ah, naja, gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr genauso. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben uns jetzt drastisch dezimiert, fürchte ich. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, trotzdem noch irgendwie halbwegs gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.